Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was Sie wollen. Okay, dann traben wir mal ein Licht entgegen. Warum wir jetzt wieder ganz normal hier sind, verstehe ich nicht. Oder versteht man nicht so recht, aber das Spiel ist ja ohnehin unlogisch und daher einfach nicht wundern. Ich laufe ein bisschen schneller. Da glaube ich dann ihrer Fantasie einfach. Was jetzt hier rumläuft. Okay, kann ich auch wieder machen. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. Sehr appetitlich. Man sieht schon, wir sind in unserer Fantasie, in unserem Wunderland. Da ist das brennende Haus. Oh ja. Wir sind in der Klapsmühle und hat mit Wein gesperrt. Und jetzt sind wir wieder im Wunderland mit einer... Das Kleid finde ich jetzt eher hässlich, aber okay. Wir sind jetzt im vorletzten Kapitel. Beziehungsweise man kann es schon als letztes sehen. Da, ich spoil jetzt einfach mal, weil das letzte Kapitel einfach nur... Muss draufbleiben, ja. Ist einfach nur der Endboss, Endgegner. Ah, scheiß drauf. Muss ich irgendwo hin? Oder einfach nur darüber oder wie? Hä? Hä? Lieber noch so Sachen, die hätte ich auch gern. Mal hier hin. Wir sind jetzt in einer Art Puppenkabinett oder Puppenland, Haus, was auch immer. Sieht auf jeden Fall jetzt mal recht eklig aus. Ist auch, finde ich, ist das ekligste, horrormäßigste, Ansichtssache, aber das horrormäßigste Level bei Alice. Komme ich wieder hoch, oder wie? Ja, toll, was bringt mir das? Also das ist schon richtig extrem hier, das Level. Das ist nichts für schwache Gemüter. Ich war jetzt mich wieder am Anfang. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Ich komme doch gar nicht darüber, oder? Niemals. Ich spiele einfach mal runter, um zurückzulaufen. Toll, jetzt bin ich genau hier, wo ich gerade eben war. Komme ich da vielleicht zurück irgendwie? Und es ist zu hoch. Ah. Aber es bringt uns nicht viel, weil das Ding da oben ist. Halt nochmal zurück. Darüber. Das ist gerade eingefallen, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nein. Ich sehe nichts. Ah, da. Ach
so, ich hab vorhin, jetzt verstehe ich es. Okay, muss ich kurz warten. Wobei ich noch ohne. Jetzt da hoch. Nein, bleib noch oben und rum. In der letzten Sekunde. Ein Schlüsselloch. Was ist da drin? Ah, ein Mädchen. Ich erstmal hier lang. Kommt mir gar nicht klar, hier da irrt man sich ja voll. Da ist eine Flasche drin. Und mal zeigt mal, wenn wir schon hier sind. Mit dem Hebel. Also Puppen oder sowas. Es geht eine Falte hier runter. Die uns. Ach, hier ist ein Korb. Schön versteckt. Ja, stimmt. Wir haben wieder Zähne. Upgraden wir gleich mal das Steckenpferd. Dann ist auch schon fertig. Wunderbar. Okay. Sieht auch cool aus. So ein Einhorn. Ein Schnäuzchen. Irgendwie das Gefühl hätten in dieses, in dieses Schlüsselloch reingemusst. Ach, das ist glaube das, wo wir herkommen, oder? Da gab es noch einen anderen Weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Nicht richtig oder falsch? Oder gibt es hier was Besonderes? Oder muss ich hier überhaupt hin? Ach, hier wäre ich glaube rausgekommen, wenn ich einfach normal weitergelaufen wäre. Das hätte mir jetzt nicht viel gebracht. Weil ich den Hebel doch nicht hatte. Boah, ich bin immer noch verschnupft, ey. Okay, ja, jetzt wieder runter. Gibt's hier noch was? Tabberwock. Okay, was auch immer das sein soll. Schade, ich würde mich gemütlich auf dem Sofa gemütlich machen. Was Puppen hier? Das Puppen, ey. Was ist das für ein Wunderland? Das ist doch kein schönes Wunderland. Katze. Suche und du wirst finden, sagt man. Aber was du finden wirst, sagen sie nicht. Rette uns. Gerade mit diesem Bein auch da unten. Muss er ihn kaputt machen? Oh, hier gibt man ein schönes Zeichen. Ist das überall so? Ja. Und hier ist was ganz Besonderes. 24. Okay, von mir aus. Ich muss was suchen. Hier ist was ein Aufbrechdingens. Gibt es hier noch irgendwas? Ich schieß einfach mal rum. Suche und du wirst finden. Was du finden wirst, wieder nicht gesagt. Ah ja, okay. Hier ist ein Hebel. Okay. Okay. Wo? Ach so, okay. Klug. Okay, gibt's hier noch was? Sieht auch nicht so aus.
Nur erstmal speichern. Na, ich kriege gleich wieder ein paar Freunde, die mich auch alle so suchen leiden kann. Wo ist der andere? Da oben. Willst du mich haben? Willst du mich haben? Ah, kannst du vergessen. Kickern aus, auch wenn er nicht richtig upgraded ist. Oh nein. Scheiße. Da fehlt ein Mega. So. Genau das habe ich mit horrormäßig gemeint. Die Labilen sind mehr als nur verrückt. Sie haben auch andere Seiten. Der Puppenmacher wird sie dessen berauben, was von ihren kranken Seelen noch übrig ist. Sie brauchen Hilfe. Ich weiß um den Schmerz. Ich würde helfen. Aber muss man dafür geistig gesund sein? Ein gewisses Maß schon. Du bist nicht verrückt genug, um abgelehnt zu werden. Du bist wie sie, irgendwie. Aber du bist nicht sie. Ich sollte nicht uns sagen, weil ich sie bin. Aber du gehst deinen Weg. Der Weg ist vorgezeichnet. Ich glaube, ich kenne diesen Weg. Und mir wäre wirklich lieber, ihn nicht weiterzugehen. Hierher, ihr Schwachköpfe. Rein mit euch. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nee, oder? Soll ich denn die jetzt platt kriegen? Lol. Oh nein. Das ist auch nur eine Puppe. Scheiße, zu früh. Hier von hinten treffe ich jetzt von vorne treffen. Was ist das jetzt, ein Herz oder was das von mir? Stirb. Irgendwie, naja. Froschweg. Ich nehme meinen Froschweg. Naja, es sind ja noch Puppen, sonst hätte ich jetzt schon irgendwas bisschen verwundert vorgekommen, hier mit einem kleinen Mädchen das Herz abzuschlagen. Was gibt's denn hier? Sehe nichts. Erinnerung. Wer mit dem Teufel ist, braucht einen sehr langen Löffel. Das weiß jeder. Wer mit der Gabel ist, oh, ich lache mich kaputt. Okay. Habe ich mein ganzes Leben, oder? Schaut so aus. Gehen wir mal in den Froschweg. Nach dem Kuchen. LT. Ja. Genau. Gehen wir mal da unten rein und überlegen nicht weiter. Okay. Das sind überall die Köpfe von den Weibern.
beziehungsweise von den Viechern. Ich weiß nicht, ob es noch Weiber sind. Katze. Ich hörte, Selbstständigkeit sei eine Tugend. Jetzt hast du es auch gehört. Oh ja. Kiele, wo bin ich denn hier? Da ist ein Ding mit dem in der Hand, wo nach darüber zeigt. Ach so, darum. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wahrscheinlich schon irgendwo, aber egal. Ja, und ich würde sagen, ich mache ein Aufnahmepäuschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Alice Madness Returns. Tschüss.